Herzlich willkommen wieder für den Abendkurs oder Grundlagenkurs des Buddhismus. Wir sind immer noch im Themenbereich der sozialen Aspekte des Buddhas oder der buddhistischen Lehre. Und heute geht es vor allen Dingen um das Thema Freundschaft. Heute haben wir mal nur einen großen Bereich dieser Unteraspekte, um das nicht zu überladen. Letztes Mal war es ein bisschen länger, dann heute können wir ein bisschen kürzer machen. Und zum Beginn meditieren wir wieder für 5 Minuten zusammen. Schaut wieder, dass wir entspannt aufrecht sitzen, dass die Wirbelsäule sich möglichst alleine trägt. Hände im Schoß oder auf den Oberschenkeln abgelegt. Kinn ganz leicht anziehen. Die Schultern einmal nach oben anziehen, nach hinten abrollen. Und dann locker lassen. Augen kann man schließen, wenn man mag. Und für ein paar Momente machen wir einen kleinen Bodyscan oder entspannen den Körper einmal von oben bis unten. Wir fangen an mit dem Scheitelpunkt und entspannen die Stirn, die Augenbrauen und Augen. Wir entspannen die Nase und die Wangen, Mund, Zunge und Kiefer. Wir entspannen den Hinterkopf, die Schläfen, die Ohren hinab, den Hals hinab, den Nacken hinab. Wir entspannen die Schultern, die Oberarme, Ellenbogen, Unterarme, Hände bis in die Fingerspitzen hinein. Dann entspannen wir den gesamten Oberkörper, Brust und Bauch hinab. Und dann den gesamten Rücken, die Schulterblätter hinab, die Wirbelsäule entlang, bis in den unteren Rücken. Dann entspannen wir die Hüften, das Gesäß, die Beine, Oberschenkel, Knie, Waden hinab. In die Füße und bis in die Zehenspitzen. Und dann, wenn wir unten angekommen sind, dann bringen wir innerlich noch die Motivation oder innere Absicht für den heutigen Abend auf. Möge das, was wir heute Abend hören oder worüber wir nachdenken und auch das, was wir heute Abend üben, einerseits uns selber helfen auf unserem eigenen Weg zur Befreiung von Leid oder Leidenskreisläufen und möge das aber auch direkt und indirekt allen fühlenden Lebewesen zugutekommen oder ihnen dabei helfen, ebenfalls sich von Leid zu befreien. Okay.
dann können wir loslegen. Also zum Themenbereich soziale Aspekte sind wir heute beim Unteraspekt der Freundschaft angekommen, also was der Buddha und seine Lehrreden so uns mitteilen zum Thema Freundschaft. Einmal gucken wir uns an, der Buddha hat ja dann immer oft erst die unangenehmen Seiten angeschaut, um dann zu den angenehmen Seiten zu kommen oder erst zum Leid und dann zur Auflösung von Leid. Das heißt, am Anfang geht es dann auch erstmal darum, welche Eigenschaften vielleicht bei einer eher ungesunden oder unheilsamen Form von Freundschaft mit dabei sein können. Welche vier Arten von unheilsamen Freunden der Buddha da benannt hat. Und dann schauen wir uns an, was denn so das Wesen von edler Freundschaft ist. Also da gibt es Fachbegriff, den wir dann noch kennenlernen werden, den man übersetzen kann wie edle oder tugendvolle Freundschaft oder so. Und was da der Buddha dazu gesagt hat. Dann schauen wir uns die Eigenschaften von den heilsamen Freunden an oder die heilsamen Aspekte von Freundschaft oder Qualitäten, die damit in Verbindung stehen. Und am Ende dachte ich, dann machen wir heute für diese geleitete Meditation vielleicht so eine kleine liebende Güte-Meditation, wo wir uns besonders auf diejenigen Personen konzentrieren, denen wir vielleicht Dankbarkeit gegenüber empfinden, weil sie eben gute Freundinnen oder Freunde für uns bereits waren in diesem Leben, an das, was man sich so erinnern kann. Okay. Und Freundschaft ist ein Aspekt, den der Buddha, also wie ich jetzt eben schon gesagt habe, in Bezug auf diese edle Form von Freundschaft, aber auch allgemein, das ist was der Buddha sehr, sehr oft betont hat, dass es sehr, sehr wichtig ist auf dem spirituellen Weg, aber auch natürlich im ganz normalen Alltagsleben, weil gute Freunde unterstützen einander oder nähren einander eben darin, Gute oder im Guten oder im Heilsamen sich zu üben oder das zu kultivieren und natürlich auch destruktive Gewohnheiten eher aufzulösen oder sein zu lassen. Und gute Freunde helfen sich dann dadurch im Grunde dabei, auf einem heilsamen oder wohlwollenden Weg zu bleiben. Und dann war es dem Buddha aber auch klar, dass Gewohnheiten oder Eigenschaften von Menschen auch auf andere Menschen abfärben können. Das heißt, mit den Menschen, mit denen man die meiste Zeit verbringt, je nachdem, was für die Qualitäten die so haben, das kann einen beeinflussen oder auch abfärben, so meistens dann eher unbewusst, wenn das sowas wie abfärben ist. Und wenn der Buddha dann eben auf das Thema Freundschaft angesprochen wurde, hat er dann deswegen natürlich immer auch besonders hervorgehoben, welche Eigenschaften sind denn vielleicht von einem guten Freund zu erwarten und natürlich auch, welche von diesen Eigenschaften sollte man dann auch selber kultivieren, weil man will ja auch selber ein guter Freund sein für andere. Damit man dann auch schauen kann, welche Eigenschaften sollte man vermeiden oder bei welchen sollte man besonders aufpassen, dass man die selber nicht bereits hat vielleicht oder dass man dann sich daran üben kann, die aufzulösen bei sich und dass man auch schaut, wenn das Leute in einem Umfeld sehr, sehr stark haben, diese Gewohnheiten, dass man dann da besonders aufpasst, dass es nicht so leicht abfärbt und dass man dann vielleicht auch an den Sachen arbeiten kann mit sich, aber auch mit anderen in den Beziehungen oder Freundschaften, die man hat. Und dann im schlimmsten Fall kann man dann auch schauen, dass man sich von bestimmten destruktiven Beziehungen natürlich auch lösen kann. Aber dazu muss man erstmal schauen, welche Qualitäten da gemeint sind. Und dann in Bezug auf die gute Freundschaft, da hat dann der Buddha auch hier wieder sehr, also der spricht ja immer von dem höchsten Ideal, was so möglich ist. Und dann kann man gucken, was man davon so langsam sich erarbeitet. Das sind also wieder ideale Qualitäten, die der Buddha lobt oder in den Vordergrund stellt, die dann dazu verhelfen, dass man eben Leid auflöst oder minimiert oder verringert und dann zu mehr Harmonie oder Zufriedenheit führen kann. Und diese Lehren des Buddhas in Bezug auf Freundschaft, die laden dann also dazu ein, dass man guckt, welche Qualitäten habe ich, die bereits auf der heilsamen oder positiven Seite zu finden sind und welche sind eher noch auf der, wie der Buddha vielleicht sagen würde, auf der dunklen Seite sind, die man dann noch bearbeiten mag oder loswerden möchte. Und dann, was aber vielleicht auch, bevor wir uns dann diese Qualitäten anschauen, was gut ist, was man sich noch deutlich macht oder was man deutlich machen sollte, der Buddha würde bestimmt nicht befürworten, so Sachen wie, dass man sehr einseitig vielleicht nur nach den Fehlern schaut, sowohl bei sich als auch bei anderen und auch nicht, dass man das so vielleicht mit überzogener Härte macht oder dass man auch so überanalysiert, dass man nur noch am Analysieren ist und dann irgendwie gar nicht mehr weiß, was man machen soll. Also das sollte auch hier geht es wieder darum, dass der Buddha ja immer vom mittleren Weg gesprochen hat. Das heißt, dass man so Extreme meidet, Extreme wie
dass man, also einmal natürlich das Extrem, dass man zu nachlässig ist, dass man dann zu sehr allen auch bewusst destruktiven Gewohnheiten freien Lauf lässt, aber dann auf der anderen Seite, dass man auch nicht die, dass man zu sehr hart mit sich ins Gericht geht. Da muss man dann eben auch da wieder die Balance finden. Und auch natürlich, das heißt auch nicht, dass man natürlich nicht bei anderen schauen soll, wo da vielleicht dann ungesunde Gewohnheiten am Start sind oder Qualitäten. Nur da würde auch der Buddha mit Sicherheit sagen, wenn man bei anderen Leuten nach Fehlern schaut oder vielleicht das auch ansprechen mag, dann sollte dann aber auch immer bei sich selber die gleiche Bereitschaft sein, die eigenen Fehler oder Schwächen oder so anschauen zu wollen oder anschauen zu können und auch da dann vielleicht so Ermahnungen oder auch Kritik dann auch bei sich zuzulassen, wenn man das bei anderen, auch wenn es nur im Gedanken ist, wenn man das bei anderen sehr, sehr deutlich macht, dann sollte man bei sich genauso deutlich sein. Ja, da kommen wir dann auch nachher noch zu. Da hat der Buddha das auch genannt als eine von den Qualitäten von den, von der heilsamen Freundschaft. Aber dann natürlich allgemein ist noch gute Freundschaft ist natürlich immer mit sehr, sehr vielen erfreulichen Dingen verbunden und kann uns sehr, sehr viel Glück und Freude bringen. Oder angenehme Gefühle, Erfahrungen, Unterstützung und so weiter, enge Verbindungen. Aber dann im gleichen Maße, wenn dann so eine Freundschaft in die Brüche geht, dann bringt es natürlich auch im gleichen Maße dann das Leid mit sich. Das kann dann ebenso stark sein. Und deswegen hat der Buddha dann schön in den Vordergrund gestellt, worauf man achten kann, dass dann Freundschaften gesund am Leben gehalten werden können. Und im Digha Nikaya, da hat der Buddha einmal gesagt, dass es zwei Dinge gibt, die Nachteile bringen. Und das ist einmal die, ja, kann man sagen, schlechte oder unheilsame Rede. Und da gehört aber auch wieder dazu, dieses, nicht nur wie man selber spricht, sondern auch wenn man selber angesprochen wird, soll man schauen, dass man offen auch für Kritik ist. Wenn man das nicht hat, das ist ein großer Nachteil, das führt zu Nachteil. Und das Zweite, was zu Nachteil führt, ist unheilsame oder ungesunde Freundschaft. Und die zwei Dinge, die aber Vorteil bringen, sagt er, sind eben einmal die heilsame Rede oder die rechte Rede, wo dann auch wieder mit einbegriffen ist, dass man auch offen ist für Kritik oder für Ermahnung oder so. Oder wenn jemand einen auf blinde Flecken hinweist. Und dann aber auch eben da der zweite Vorteil oder das, was zu Vorteil führt, ist dann eben die gute und heilsame Freundschaft. Und was dann eben das jetzt bedeutet aus Buddhas Sicht, heilsame, unheilsame Freundschaft, das schauen wir uns dann heute ein bisschen genauer an. Genau. Und am Anfang haben wir dann vom Sigalovada Sutta, das hatten wir jetzt auch die letzten Male schon recht häufig genannt. Das sind recht viele von diesen Aspekten auch in Bezug auf Freundschaft, Familie und so weiter drin gewesen. Da hat der Buddha von vier Arten von unheilsamen Freunden gesprochen. Und beziehungsweise das sind auch wieder hier Eigenschaften natürlich, die dann Freundschaft negativ beeinflussen können, so kann man das auch sagen. Das ist einmal der Nehmende, dann der Redende, der Schmeichler und der Leichtfertige. So habe ich das jetzt mal übersetzt von denen. Also ich gucke mir oft lieber die englischen Übersetzungen an, da gibt es oft mehrere von, dann schaue ich, wie man das vielleicht übersetzen kann. Beziehungsweise das ist sogar noch die Übersetzung von einer das ist noch eine deutsche Übersetzung. Und dann jetzt die Detailerklärungen dazu, die der Buddha gegeben hat, die kommen dann jetzt an. Also ein bisschen zusammengepuzzelt aus verschiedenen englischen Übersetzungen. Weil da hat dann der Buddha noch recht viel zu gesagt. Das habe ich jetzt nicht als kompletten Text damit rein in die Präsentation genommen. Das kann ich jetzt hier kurz Bullet-Point-mäßig durchgehen. So, das sind also wie vier Charaktertypen, wo dann der Buddha sagt, die haben unheilsame oder ungesunde Eigenschaften. Einmal ist es der Nehmende, der viel nimmt, aber kaum was gibt. Diese Person oder solche Personen haben die Gewohnheit, sich zum Beispiel ungefragt zu nehmen, was sie wollen. Also sie fragen nicht danach, sie nehmen einfach oder nehmen es auf Englisch sagt man for granted, wie so selbstverständlich nehmen. Und wenn sie geben, dann nicht gerne oder nicht so viel. Und aber gleichzeitig erwarten sie, dass eben sehr, sehr viel für sie getan wird oder für sie gegeben wird. Und solche Personen, sagt der Buddha, sind auch vielleicht eher aus Angst oder Pflichtbewusstsein in einer Freundschaft aktiv, wenn überhaupt. Und diese Person pflegt die Freundschaft eher mit einem Hintergedanken wie, was für Nutzen kann ich daraus ziehen? Und dann haben wir die zweite Person, das ist der Redende, also viel Reden und nichts dahinter oder wenig dahinter. Das ist eine Person, die
Die redet sehr, sehr viel darüber, wie großzügig sie selbst in der Vergangenheit war oder wie hilfsbereit sie in der Vergangenheit war und auch wie großzügig oder hilfsbereit sie noch in der Zukunft sein wird, diese Person, der Redende oder die Redende. Aber im Hier und Jetzt, wenn man dann mal fragt oder wenn man was von dieser Person braucht, dann kommen oft sehr, sehr viele Ausreden und man verweist auf die eigenen Probleme oder Schwierigkeiten hin, weswegen man gerade nicht helfen kann. Das ist der Redende oder die Redende. Dann haben wir den Schmeichler oder die Schmeichlerin. Viel Schmeicheln und wenig Wahrhaftigkeit. Das ist eine Person, da hat der Buddha gesagt, das klingt erstmal eigentlich sehr angenehm, wenn der Buddha sagt, diese Person bekräftigt dich oder möchte dich so ermutigen oder bejaht das, was du tust. Aber, und das sagt der Buddha, das ist das Ungesunde, diese Person befürwortet oder bekräftigt bei dir alles, was du tust, egal ob das jetzt heilsam ist oder unheilsam, egal ob es dir gut tut oder ob das destruktiv ist. Sie wird einfach Ja sagen. Das heißt, eigentlich hat diese Person kaum so ein wahres Interesse an dir oder an das, was du gerade brauchst oder an dem, was du gerade tust. Das heißt, und dann noch ein weiterer Charakterzug, sagt der Buddha, diese Person lobt dich ins Gesicht, aber hinter deinem Rücken spricht sie schlecht über dich. Das sind dann die ungesunden oder destruktiven Aspekte von diesem Persönlichkeitstyp oder von diesem Charaktertyp. Und dann haben wir den Leichtfertigen oder die Leichtfertige. Freund nur beim Feiern, ansonsten abwesend. Habe ich das mal genannt. Das ist also jemand, der nur bei Partys oder Festivals oder früher zu Buddhas Zeiten waren das dann halt die großen Feierlichkeiten oder ja, bei so größeren Festivitäten, da ist dann, oder auf der Straße, wenn man unterwegs ist am Abend, da ist dann diese Person der Freund. Oder wenn es um Spieleabende geht oder wie auch immer, alles, was so angenehm ist, beim Feiern, beim Trinken, dann beim Glücksspiel, hat der Buddha noch gesagt, oder andere Aktivitäten, da ist die Person immer mit dabei und immer guter Freund, gute Freundin. Aber außerhalb von diesen Aktivitäten ist da kein Kontakt, da kommt nichts. Zeigt also kein wirkliches Interesse über diese Aktivitäten hinaus. Das sind so jetzt diese vier Arten von unheilsamen Freunden, von denen der Buddha im Sigalovada Sutta gesprochen hat. Und dann hat der Buddha auch klargemacht, weil wenn man dann solche Gewohnheiten bei sich selber schon besitzt oder im eigenen Umfeld dann auch duldet, dann sagt der Buddha, dann kann das wie zu so einer Spirale führen, so eine Abwärtsspirale. Weil je mehr man um sich, also in sich und dann aber auch um sich herum solche Gewohnheiten, die eher destruktiv sind oder die Qualitäten sich daran gewöhnt, desto mehr kann dann auch langsam sich das Umfeld da dementsprechend umändern oder anpassen. Die dann werden nach und nach dann, im schlimmsten Fall, sagte der Buddha, kann es dazu führen, dass auch der eigene Freundeskreis sich langsam verändert und dann auch die Freundinnen und Freunde, die man hat, immer mehr in diese destruktive Richtung gehen, wenn man das jetzt im schlimmsten Fall immer weiter laufen lässt, diese Sachen. Und im schlimmsten Fall ist es dann, sagt der Buddha, so, dass man dann selbst in dem eigenen Freundeskreis dann wirklich Leute mit destruktiven Gewohnheiten hat. Dann nennt er dann explizit einmal alle Suchtgewohnheiten. Allgemein, aber auch im Speziellen spricht er dann von Alkoholsucht oder Glücksspielsucht. Dann Menschen, die sexuelles Fehlverhalten begehen oder Menschen, die gewalttätig sind. Das sind so dann das ist dann so dieser Teufelskreis, wo sich das hinziehen kann. Ja, das sind die unheilsamen Aspekte, die der Buddha so angesprochen hat. Und, Moment, bin ich jetzt schon da? Ich kann schauen. Ja, genau. Und dann kommen wir jetzt dann von dieser dunkleren Seite dahin zur helleren Seite, was zu kultivieren ist. Also das Vorherige, das sind immer die Sachen, wo der Buddha zuerst sagt, das ist das Ungesunde und davon möchte man sich langsam befreien oder das langsam weniger werden lassen. Und dann kommen wir zu den Aspekten, die heilsam sind, die man kultivieren möchte. Das heißt, wenn jetzt im eigenen Freundeskreis also diese unheilsamen Gewohnheiten präsent sind, dann kann das ja auf uns zurückfärben, wenn wir nicht bewusst sind oder wenn wir nicht mitfühlend damit umgehen. Und deswegen hat dann der Buddha gesagt, geht es eben darum, in sich selber zunächst die Qualitäten von tugendhaften Freunden zu kultivieren und dann das aber auch im Umfeld langsam vielleicht zu schauen, wirklich welche Freunde dann da auch, dass man sich zumindest dessen bewusst ist, welche Freunde sind dann auch diejenigen, was wir jetzt lernen werden, die man als heilsame Freunde betrachtet.
Und natürlich wissen wir alle, niemand in unserem Freundeskreis ist irgendwie erleuchtet oder wie großer Buddha oder in dem Sinne das größte Vorbild der Welt, wo irgendwie keinen Funken Destruktivität oder Negativität findet. Natürlich gibt es das in unserem Freundeskreis nicht, noch bei uns nicht. Aber zumindest weiß man dann, welche Gewohnheiten man um sich hat. Das ist erstmal so das Gute, dass man wie so eine Landkarte hat. Oder so ein Radar, kann man auch sagen. Und dann für den buddhistischen Weg natürlich im Speziellen, da hat natürlich dann der Buddha deswegen jetzt hier von sowas wie edler Freundschaft gesprochen, um klarzumachen, wenn man gute Freunde hat, die den gleichen Weg gehen oder die gleichen Ideale anstreben, dann ist es eben so, wie man unterstützt sich gegenseitig entlang des Weges. Dann geht der Weg einfacher es geht einfacher, man hat vielleicht Schwierigkeiten, die man leichter gemeinsam überwinden kann oder dann besser damit umgehen kann. Und auch jetzt manche der Aspekte, die dann jetzt gleich kommen, die sind dann vielleicht wieder eher auf, natürlich, je nachdem, mit wem der Buddha gesprochen hat, manchmal eher auf Ordinierte ausgerichtet gewesen, aber die gelten natürlich nicht nur für Ordinierte, sondern auch für die Laien. Für alle Leute im Grunde, die diesen buddhistischen Weg so gehen, aber dann auch darüber hinaus für alle Leute allgemein, wenn man das auf sein Alltagsleben anwenden möchte. Vielleicht, da sind nur so ein, zwei Sachen vielleicht dabei, wo dann man merkt, das ist stark auf den buddhistischen Weg ausgerichtet, aber prinzipiell sind alle diese Aspekte auch immer ganz religionsfrei gültig oder anwendbar. Genau. Okay. Und das ist jetzt dieses Fachwort oder der Fachbegriff, den wir vorhin schon mal kurz angesprochen hatten, Kalyanamitta, der tugendvolle Freund. Das ist das, wovon der Buddha gesprochen hat. Was man dann nennen kann wie tugendvoller Freund, weiser Freund, heilsamer oder edler Freund. Das kommt von Kalyana für tugendvoll, moralisch rein oder wohlwollend und Mitta, Freund. Mitta, das ist auch wieder das, wo das Wort Metta für liebende Güte auch herkommt. Mitta, Kalyanamitta. Und dieser Fachbegriff ist ja so auf beide Arten zu verstehen. Einmal im Speziellen in Bezug auf den gemeinsamen Weg der Befreiung, buddhistischer Weg, und dann auch im Allgemeinen im Sinne von guter oder gesunder Freundschaft. Ja. Und für Buddhisten dann speziell bei diesem Fachbegriff von Kalyanamitta oder bei dieser edlen Freundschaft, da kann man dann auch sich bewusst sein, das ist nicht nur in Anführungszeichen ein Freund wie im alltäglichen Sinne, sondern das hat auch so Konnotation von Vorbild oder Unterstützer oder Begleiter auf dem buddhistischen Weg und kann auch sowas wie so Aspekte wie Lehrer oder Lehrerin dann beinhalten. Muss dann aber in dem Sinne jetzt nicht ein buddhistischer Gelehrter oder Lehrer oder Lehrerin oder Nonne oder Mönch sein, sondern nur allein, dass man auch sich bewusst ist, da ist jemand, der hat einfach viel mehr Erfahrung von dem einen oder anderen Aspekt des buddhistischen Weges, dann ist das im Grunde da auch wie dein Lehrer. Und natürlich kann auch jede Person kann im Grunde dein Lehrer oder deine Lehrerin sein, egal was man von der Person lernen mag. Okay, dann was beinhaltet dann noch, also es kommen jetzt so ein paar Punkte, was man noch sagen kann zum Punkt dieser edlen Freundschaft oder Kalyanamitta. Aus buddhistischer Sicht unterstützt jetzt diese ideale Form von Freundschaft als Kalyanamitta durch diese gegenseitige Hilfe und Unterstützung auf dem Weg einen auch immer in der eigenen spirituellen Entwicklung. Darum geht es dann auch. Da, wo vielleicht jetzt normale alltägliche Freunde, mit den manchen geht man vielleicht gerne was unternehmen, manche haben vielleicht gleich auch Hobbys oder so, dann unterstützt man sich dabei. Und hier ist dann bei dem Wort Kalyanamitta auch immer das mit gemeint, dass man sich gegenseitig auf dem spirituellen Weg begleitet oder unterstützt gegenseitig. Und da muss man auch sagen, dass viele von den bekannten Schülerinnen und Schülern des Buddhas, also viele von denen haben auch ihren ersten Zugang zum Weg der Befreiung oder zum Dharma dann vielleicht noch nicht mal durch den Buddha selbst erhalten, sondern durch andere Mönche und Nonnen oder andere auch Laienpraktizierende oder gute Freundinnen und Freunde, die sie da, wo das dann durch Austausch geschehen ist. Und auch viele von den später erleuchteten und sehr bekannten Schülerinnen und Schülern des Buddhas gibt es welche, die dann später noch diese ersten ja, edlen Freunde auf ihrem Weg sehr, sehr gelobt haben und ihnen wie unendlich dankbar waren dafür, dass sie eben ihnen geholfen haben, auf diesen Weg zu treffen und dann die ersten Schritte dabei zu gehen. Und man muss sich auch klar machen, dass auch natürlich war denn der Buddha der wichtigste Lehrer für sie. Und viele haben den Buddha auch persönlich getroffen, aber die meiste Zeit im Alltag
hat man dann verbracht mit den anderen Mönchen oder Nonnen oder als Laienpraktizierender eben dann mit den anderen Laienpraktizierenden zu Hause oder Familie oder Freunde. Und das war dann wie quasi deren kleine Gemeinschaft oder deren kleine, ja, der Fachbegriff da wäre dann vielleicht Sangha, die kleine Sangha, die sie hatten. Und ja, das nur so dazu. Aber natürlich muss man kein Ordinierter sein oder auch kein Erleuchteter oder kein Buddha, um einem anderen Menschen ein guter Freund in diesem Sinne sein zu können oder gute Freund oder auch andere können uns eine gute Freundin oder guter Freund in diesem Sinne sein. Muss man nicht ordiniert für sein oder so, sondern es geht einfach darum, das, was man bereits für sich kultiviert hat, dass man das weitergeben kann. Natürlich nur, wenn es erwünscht ist, weil wir wollen ja nicht missionieren oder so. Aber alles, was man also von, das heißt dann in aktiver Form von Hilfe, dass man also durch sich in Großzügigkeit übt oder Hilfsbereitschaft oder Ratschläge gibt, sowas kann es sein. Aber auch ein ganz großer Teil ist einfach nur das passive füreinander da sein oder miteinander sein oder präsent sein oder einfach das, was man in sich schon kultiviert hat, das strahlt sowieso in alle Richtungen aus. Das merken ja Leute, wie man drauf ist und was man geübt hat und was man noch nicht geübt hat. Das merken Menschen ja oder das kann man ja fühlen. Und das färbt dann alles ab. Also das Unheilsame kann abfärben, aber eben auch das Heilsame. Und darüber hinaus kann man auch sagen, ist dann die Freundschaft, die man hat, oder das wird auch wieder, das klingt wieder sehr buddhistisch, ist buddhistisch, aber man kann das natürlich anwenden auf alle Bereiche. Auch wenn die Freundinnen oder Freunde keine Konfession haben oder keine Religion oder so. Oder andere. Man kann auch innerhalb der Freundschaft die vier Unermesslichen üben. Liebende Güte, Mitgefühl, wohlwollende Mitfreude und oder Mitfreude und Gleichmut. Das heißt, wenn zu jeder Zeit kann man liebende Güte kultivieren, wenn man mit anderen Menschen zusammen ist. Man kann ihnen Glück und Zufriedenheit wünschen oder sich dafür einbringen oder sich dafür bemühen. Man kann Mitgefühl und Hilfsbereitschaft üben, wenn Freundinnen oder Freunde gerade Schwierigkeiten durchlaufen oder in einer Krise stecken oder ja, hilfsbedürftig sind. Wenn das aber unseren Freundinnen und Freunden gut geht oder die haben irgendwie einen großen Erfolg oder etwas, was sie sich lange gewünscht haben, hat geklappt oder solche Dinge, dann kann man sich dort mitfreuen und die Qualität von Mitfreude üben, aktiv und sich das klar machen, wie schön das ist, dass sie gerade auf ihrem Weg vorankommen oder das, was sie sich gewünscht haben, dass es geklappt hat. Und dann aber auch die vierte Qualität, Gleichmut, kann man auch üben, dass man auch hier wieder schaut, wenn dort Anhaftung ist oder dass man die eigenen Freunde ja, mehr schätzt, ist vielleicht nur, ist ja normal eigentlich, aber dass man vielleicht merkt, wenn dann, wenn man bemerkt, dass man dann anderen gegenüber wie arglos ist, weil das ist einem überhaupt nicht wichtig, wie die anderen, unsere Nicht-Freunde sozusagen, wie es denen geht, dass man da dann schaut, dass man eben auch Gleichmut übt, dass man nicht nur die eigenen Freunde mit in liebende Güte, Mitgefühle, Mitfreude einschließt, sondern eben auch alle anderen, dass man das langsam ausweitet. Ja. Dann gibt es noch eine schöne Geschichte aus der aus dem Leben des Buddhas selbst. Und das war, das hatten wir in dem ersten Themenbereich zum Buddha, hatten wir das, glaube ich, kurz angesprochen. Da gab es das ist eine Szene jetzt hier, dieses Bild aus dem Leben, wo Buddha noch nicht Buddha war, sondern Siddhartha noch hieß, noch im Palast seiner Eltern gewohnt hat und dort ziemlich abgeschirmt war, sehr behütet worden ist. Und wenn ihr euch erinnert, das war ja auch diese Geschichte, dass die Eltern hatten sich sehr gewünscht, dass Siddhartha in ihren Fußstapfen folgt, also in den Fußstapfen des Vaters vor allem, und dann später vielleicht als neuer König das Königreich regiert oder dort herrscht. Und deswegen haben sie ihn im Palast sehr, sehr abgeschirmt von allem Weltlichen, von allem Unangenehmen. Das war so die Idee dahinter. Und im Palast hatte aber der Buddha einen sehr, sehr guten Freund. Das war, zum einen war das natürlich auch ein Angestellter, war der Diener namens Channa. Und Channa war Diener, Gefährte und Wagenlenker und hat sich um die Pferde und um die Wagen gekümmert. Von der Familie und stand dem Siddhartha sehr, sehr nahe. Und obwohl jetzt Channa diese Aufgabe hatte, Siddhartha immer schön abzuschirmen und zu behüten, dass er ja nicht in Kontakt kommt mit irgendwelchen Dingen, die dann in Siddhartha Gedanken auslösen können, die dann dazu führen, dass er sich vielleicht eher für einen spirituellen Weg entscheidet. Obwohl er diese Aufgabe hatte von den Eltern, hat Siddhartha ihn klar gefragt, ob er ihm das denn ermöglichen würde, mit ihm einmal auszureiten,
außerhalb des Palastes, dass er sich das Leben der Menschen anschauen kann, gucken kann. Ja, was hat das mit dem Leben und auch mit dem Leiden der Welt denn so auf sich? Weil er in sich schon so ein Bedürfnis hatte nach tiefergehenden Gedanken oder nach spiritueller Suche. So ein Stück weit war das schon was am Keimen war. Und Channa hat dann eben sich entschieden, eher so als guter Freund zu agieren und dann Siddhartha dabei zu helfen und hat eben diese 4 Ausfahrten, sagt man, organisiert, wo er dann mit ihm zusammen in die Stadt gefahren ist. Und hier kann man, glaube ich, rechts oben noch sehen, den alten Menschen. Hier ist ein kranker Mensch und hier liegt eine Leiche. Also Alter, Krankheit und Tod sind hier noch dargestellt, so in der Ecke. Und dann als letztes hat auf dieser Ausreise dann der Buddha auch einen Asketen getroffen, also einen spirituellen Suchenden oder Praktizierenden. Und hat dann auch seine erste tiefe Inspiration bekommen, sich so einem spirituellen Weg oder der Suche nach einem Weg, der zur Freiheit von Leid führen könnte, dass er sich dem so zugewandt hat. Das kam halt eben durch die Unterstützung von seinem Freund Channa. Und Channa selbst zu der Zeit war kein groß interessierter spiritueller Praktizierender, der hat einfach seinen Job gemacht, aber in dem Moment hat er einfach gemerkt, dass Siddhartha da, dass es ihm sehr, sehr wichtig ist, dass er da diese Erfahrungen sammeln möchte und hat ihn dann dabei unterstützt, selbst wenn seine Arbeitgeber das nicht so gewünscht hatten und auch ausdrücklich verboten hatten sogar. Und das ist dann also ein Aspekt von guter oder heilsamer Freundschaft, wo man dann auch seinen Freund oder seine Freundin darin unterstützen kann, was dann eben ihnen vom Herzen her wichtig ist. Das ist die tugendhafte Freundschaft. Gleichzeitig muss man aber sagen, später ist Channa tatsächlich dann doch auch Mönch geworden und hatte dann aber eine Phase, wo er sehr, sehr arrogant wurde oder sehr so sich sehr wichtig genommen hat, weil er immer erzählt hat, er wäre derjenige gewesen, der dem Buddha ermöglicht hat, sich mit all diesen Dingen auseinanderzusetzen. Weil er hat dann später den Buddha auch dabei begleitet. Das muss man aber auch loblich sagen. Er hat ihm das auch ermöglicht, damals den Palast heimlich zu verlassen, wo denn der Buddha sich auf seinem Pferd von Channa begleitet noch eine ganze Weile vom Palast entfernt hat und dann eben sein Leben als Asket begonnen hat. Das ist alles sehr löblich, aber später als Mönch, da hat dann der Channa doch so eher so die ungesunden Arten von Freundschaft gehabt, wo er dann sehr, sehr stolz rum erzählt hat, wie wichtig er denn gewesen sei. Er hat dann auch ordentlich, wurde er auch bemahnt dann dafür, dass er dann so, oder abgemahnt, dass er dann so das so raus hat hängen lassen. Und hat aber dann später, hat das dann auch verstanden und hat dann auch im Laufe seines Lebens doch noch vollkommene Befreiung realisieren können, trotz dieses kleinen Stolperer so zwischendurch, aus Stolz. Genau, das nur so als kurze Geschichte für einen spirituellen Freund, den dann also Siddhartha auch noch bereits vor seinem Leben als Asket hatte. Genau. Okay. Dann hat der Buddha an manchen Stellen auch davon gesprochen, wir erinnern uns vielleicht, der Buddha hat eine Fähigkeit gehabt, die kamen mit der vollkommenen Befreiung, also Buddhaschaft, da hat er eine Fähigkeit, also ein Buddha hat immer die Fähigkeit, sehr tief in den Geist einer Person hineinzuschauen oder eines Lebewesens und doch zu schauen, welche karmischen Verbindungen eine Person bereits in vorherigen Leben hatte. Nicht nur eine Person, wie die in vorherigen Leben so drauf war von ihren emotionalen oder geistigen Eigenschaften, sondern auch welche karmischen Verbindungen haben sich schon über mehrere Leben hinweg entwickelt, die immer wieder zusammenkommen, 2 Menschen oder mehrere Menschen. Und tatsächlich kann es dann sein, dass im Heilsamen, aber auch im Unheilsamen, man über mehrere Leben hinweg mit bestimmten Personen immer wieder verbunden ist oder dass immer wieder, dass diese Menschen sich immer wieder zusammentreffen oder diese Lebewesen. Man muss ja... Man wird ja vielleicht auch nicht immer als Mensch wiedergeboren, vielleicht dann ist man irgendwie dann, das eine Leben ist der Mensch wieder, der andere vielleicht eher das Haustier oder der Hund, wer weiß. Aber dennoch kann es passieren, hat der Buddha öfters davon gesprochen, dass manche Menschen bereits über mehrere Leben hinweg sehr, sehr gute Freundschaften gepflegt haben und sich dann über mehrere Leben hinweg immer unterstützt haben auf ihrem Weg hin zu das, was man eben als Motivation hat. Aber deswegen ist das auch unter anderem ein Punkt, warum gute Freundschaft so wichtig ist, weil das, was man pflegt,
Ist eben das, woran man sich gewöhnt und das, was man gut pflegt oder woran man sich gut gewöhnt, da steht die Wahrscheinlichkeit zumindest höher, dass es sich das auch in dem zukünftigen Leben so weiterentwickelt. Und mit den destruktiven Gewohnheiten ist das dann aber genau das Gleiche oder destruktive Verbindungen von Menschen oder Lebewesen. Auch das kann sich, wenn das nicht aufgelöst ist oder wenn das nicht mit Weisheit oder mit Mitgefühl geklärt wird, dann kann sich auch das wiederholen, dass diese Menschen wieder aufeinandertreffen oder diese Lebewesen. Genau. Das ist auch noch ein Punkt, der dazugehört. Und dann gibt es eine sehr bekannte oder ja, ziemlich bekannte Lehrrede zur Bedeutung von guter Freundschaft. Die ist im Upada Sutta, Samyutta Nikaya, zu lesen. Und in der Lehrrede, da hat der Mönch Ananda, sehr bekannter Mönch, der hat zum Buddha gesprochen: Erhabener, gute Freunde, Begleiter und Gefährten mit tugendvollen Qualitäten, die machen doch die Hälfte schon des spirituellen Lebens aus. Und dann vielleicht würden wir so im Deutschen so salopp sagen: gute Freunde, Begleiter, Gefährten mit tugendvollen Qualitäten, das ist doch schon die halbe Miete im spirituellen Leben. So salopp gesagt, wie wir das jetzt ausdrücken würden. Und der Buddha hat aber darauf geantwortet: sage das nicht einander, sage das nicht, denn gute Freunde und Begleiter und Gefährten mit tugendvollen Qualitäten sind das Ganze des spirituellen Lebens. Denn ein Mönch, aber hier muss man auch wieder sagen, also Mönch oder Nonne oder im Grunde auch jeder Praktizierender, aber hier jetzt in der Lehrrede wird halt zu den Mönchen gesprochen, denn ein Mönch kann davon ausgehen, dass er durch die Begleitung und Freundschaft solcher guten Freunde, Begleiter und Gefährten den Weg der Befreiung, also den edelnachfachen Pfad, kontinuierlich kultivieren, entwickeln und entfalten wird. Weil man eben mit Menschen zusammen ist, die das Gleiche üben, in die gleiche Richtung gehen, dann ist das wie nicht Teufelskreis, sondern eben dann der positive Kreislauf, der sich gegenseitig verstärkt und unterstützt. Und das ist also das, was der Buddha betont, wenn es um regelmäßigen Austausch oder Kontakt mit anderen Gleichgesinnten geht auf dem buddhistischen Weg, wenn es um den Weg der Befreiung geht oder um den achtfachen Pfad. Deswegen spricht er davon, dass es auch immer ein Vorteil ist, wenn man regelmäßigen Kontakt zu nicht nur anderen Praktizierenden, sondern vielleicht auch Lehrerinnen oder Lehrern oder bestimmten Ordinierten oder Übenden, wo man Vertrauen hat oder ein gutes Gefühl hat, zusammen mit denen zu üben und zu lernen, weil eben auch dann diese Personen vielleicht mehr Wissen oder mehr Erfahrung haben in bestimmten Gebieten. Das ist ein Punkt, der dazu gehört, weil solche gute Freunde oder Kalyanamitas, die wirken dann durch ihr Mehr an Erfahrung oder Wissen und so weiter, ein Stück weit wie Dünger für den Gemüsegarten. Das unterstützt das Ganze dann. Und gleichzeitig, wenn man mit anderen wieder im Austausch ist, jetzt unabhängig davon, ob sehr weit mehr fortgeschrittene Personen sind oder nicht, egal was es ist, wenn man mit anderen Leuten im Kontakt ist, dann ist auch die Wahrscheinlichkeit höher, dass man andere Perspektiven auf bestimmte Aspekte bekommt und auch in Bezug auf sich selbst, dass vielleicht blinde Flecken ans Tageslicht kommen, die man bei sich selber so eben nicht entdeckt, weil sie blind sind, blinde Flecken. Und wenn man sich dann mit anderen austauscht, dann kann es sein, dass man da eher auch Einsichten erhält über sich selbst. Und das vertieft dann das eigene Wissen, die eigene Erfahrung. Das ist dann wieder dieser positive Kreislauf. Und dann gibt es noch eine Lehrrede, wo der Buddha auch spezifisch nochmal das angesprochen hat für Laien. Also, weil vorher war es jetzt ja so ein bisschen auch, wo er dann zu den Mönchen gesprochen hat. Und im Digajanu Sutta, da hat sich dann der Buddha so geäußert, da hat er gefragt, die Leute, was ist heilsame oder tugendvolle Freundschaft? Und dann hat er das jetzt so ein bisschen beschrieben. Da sagt er, wenn eine Person in einem Dorf oder einer Stadt lebt, in der von ihrem Verhalten her sehr reife Menschen leben, also Menschen, die bereits stabiles Vertrauen in den Dharma besitzen und sich bereits stabil in Tugend, Großzügigkeit und Weisheit üben. Und wenn jetzt diese Person, die dort lebt, nun mit diesen reifen Menschen Umgang pflegt, sich mit ihnen unterhält und austauscht und ihrem reifen Verhalten nachstrebt und bezüglich ihres Vertrauens in den Dharma, ihrer Tugend, ihrer Großzügigkeit und ihrer Weisheit nacheifert, das nenne ich heilsame, tugendvolle Freundschaft. Das heißt, hier hat dann der Buddha so ein bisschen das beschrieben, wie aktiv, dass diese tugendvolle Freundschaft, das ist nicht nur so zu verstehen wie vorher, dass wir gesagt haben, abfärben. Wie kann man das, da gibt es so ein Beispiel.
Also genau, das ist nicht so, dass man, wenn man so einen Farbeimer, so ein Eimer Wasser mit Farbe drin hat und da dann sein weißes T-Shirt reinwirft und das war's, man muss nichts machen, man wirft das da nur rein. Diese Person, die kann man nicht einfach in so eine Umgebung reinwerfen, wo dann die tugendvollen Menschen sind und das war's, sondern man muss sich auch aktiv damit auseinandersetzen. Das will der Buddha hier sagen. Dass man also selber in den Kontakt gehen muss, sich dann mit dem Thema auseinandersetzen muss und sich diesen Qualitäten auch nacheifern muss. Genau, das möchte, kann man hier noch so hervorheben ein bisschen. Und das heißt aber, wenn wir jetzt davon sprechen, dass es gut ist, Personen im eigenen Freundschaftskreis zu haben oder Freundschaftskreis, wie man das jetzt nennen mag, oder Bekanntenkreis, die da vielleicht schon weiter sind als man selbst. Das ist zwar gut, aber der Buddha möchte damit auch nicht sagen, wie kappt alle anderen Verbindungen und sagen so, oh, das ist irgendwie, meine Freundinnen und Freunde müssen mindestens 60% nur diese Checkliste von guten Eigenschaften haben. Das meint der Buddha nicht, sondern er will einfach betonen, so es ist gut, solche Freunde oder Freundinnen ebenfalls zu haben oder solche Kontakte ebenfalls zu haben und zu pflegen. Aber man gibt deswegen nicht andere Menschen einfach auf oder lässt die allein oder rennt davor weg. Sondern man kann ja auch jede Freundschaft dermaßen pflegen oder beeinflussen, dass man sagt, so möchte ich diese Freundschaft leben. Und natürlich kann es auch sein im Laufe des Lebens, dass manche Freundschaften sich dann verlieren oder man merkt, die Interessen sind zu unterschiedlich. Genau, aber der Buddha würde niemals irgendwie dazu motivieren, einfach Leute, ja, wie kann man sagen, dass man wie so mit einem Schwert was durchschneidet und sagt, nein, mit dir will ich nichts mehr zu tun haben. Sowas würde der Buddha nicht motivieren. Und dann natürlich die guten Eigenschaften, die man dann durch heilsame Freundschaften kultivieren kann oder wo man da Hilfe bekommt, wenn man das bei sich kultiviert hat, das hilft dir dann sowieso auch wieder den anderen, so oder so, ob man will oder nicht. So ein Stück weit färbt ja schon ab. Okay, und dann kommen wir jetzt zu den einzelnen, also vorher hatten wir diese eine Liste mit den vier verschiedenen unheilsamen Freunden und jetzt kommen wir dann zu den Listen, wo der Buddha aufzählt, welche Qualitäten sind denn heilsamer Natur. Und das ist einmal im Paṭṭhamamitta Sutta und im, oh, da habe ich was vergessen. Moment. Paṭṭhamamitta Sutta. Und das zweite ist das, ich nochmal schauen, Duttiyamitta Sutta. Duttiyamitta Sutta. Das war nämlich, gab es zwei aufeinanderfolgende Lehrreden, die sich mit dieser, mit der edlen Freundschaft oder guter oder heilsamer Freundschaft beschäftigt haben. Und diese Punkte, das ist jetzt das, wo manche von den Punkten vielleicht speziell auf dem buddhistischen Weg ausgerichtet zu sein scheinen, aber kann man natürlich auch allgemein verstehen. Aber die meisten sind dann natürlich sowieso universell oder fast alles oder alles sind eigentlich immer auch universell anwendbar. Da haben wir einmal, also ein guter Freund oder eine gute Freundin gibt, was schwer zu geben ist. Da ist also die Tugend von Großzügigkeit mit gemeint. Selbst wenn es etwas ist, was einem sehr, sehr wichtig ist, aber wenn man merkt, jemand braucht es, dann gibt man selbst das, was schwer zu geben ist. Oder das, wo man sich überwinden muss, vielleicht ein Stück weit. Ein guter Freund oder gute Freundin tut auch, was schwer zu tun ist. Das heißt, selbst wenn etwas nicht so einfach ist, aber man merkt, das hilft tatsächlich. Das ist auch, hier sieht man wieder, das kann man auch auf sich selbst anwenden, aber natürlich auch in Bezug auf andere. Tut, was schwer zu tun ist. Und in manchen Lehrreden wird auch, gibt es auch diesen Ausdruck, tun, was schwer zu tun ist. Da spricht dann der Buddha manchmal auch davon, dass da gilt es auch einfach allgemein um den edlen, achtbaren Pfad, von dem man manchmal auch sagt, weil der Buddha gesagt hat, dass es so ein bisschen wie gegen den Strom schwimmen ist oder gegen den Strom der unheilsamen oder destruktiven Gewohnheiten und so weiter. Auch sowas ist schwer zu tun, aber ist eben gut dann für sich und auch für die Freundschaft. Und dann ein guter Freund oder gute Freundin erträgt mit Geduld und Mitgefühl, was schwer zu ertragen ist. Also diese drei Dinge. Gibt, was schwer zu geben ist, tut, was schwer zu tun ist und erträgt, was schwer zu ertragen ist. Dann ein guter Freund oder Freundin vertraut dir seine eigenen Geheimnisse an und als fünften Punkt bewahrt vertraulich, was als Geheimnis ihm an, oder ihr anvertraut wurde. Und dann als sechsten. Guter Freund oder Freundin verlässt dich nicht, wenn du schwierige Zeiten durchläufst. Und schaut nicht auf dich herab, wenn du unter Armut leidest. Armut war jetzt das Beispiel, aber da kann man natürlich auch andere Aspekte eingeben, wo man merkt, manchmal schaut man vielleicht auf Menschen herab oder man hat vielleicht solche Gedanken.
Aber ein guter Freund oder gute Freundin würde das eben nicht tun, sondern guckt dann eher mit Verständnis auf eine Person oder auf eine Situation vor allen Dingen, die Schwierigkeiten bereitet. So, dann im Duttiyamita-Sutta, da gibt es dann noch eine Liste von 7 Eigenschaften. Hier sind jetzt auch die dabei, wo es ein bisschen explizit auch um den Dharma gehen kann, wenn man das so interpretiert. Einmal, ein guter Freund oder Freundin ist liebevoll und warmherzig. Das erklärt sich von selbst. Dann haben wir ernsthaft und respektabel, also dass man sich auch in den ernsthaften Dingen auseinandersetzen kann. Oder in dem Sinne kann man das betrachten. Ein guter Freund oder gute Freundin ist geachtet und geschätzt. Oder das ist auch manchmal schwer zu übersetzen, weil das vielleicht nur einzelne Wörter sind in den Lehrreden. Ob das dann heißt, ist geschätzt oder verdient Wertschätzung oder wir schätzen diese Person. So kann man das vielleicht auch sehen. Aber darum geht es also um dieses Achten und Schätzen. Dann ein guter Freund oder gute Freundin teilt den Dharma. Und also da geht es dann tatsächlich um das sich austauschen oder lehren von buddhistischen Unterweisungen oder Lehren oder was man halt davon gehört hat. Wie gesagt, auch hier, man muss kein buddhistischer Gelehrter sein, wenn man sich mit seinen eigenen Freunden darüber austauscht, was man gelernt hat. Das gehört dazu. Aber auch ist hier wieder der Punkt mit gemeint, und das ist nicht immer so leicht zu sehen, wenn es um sprachliche Aspekte geht. Manchmal steht dann in den Kommentaren dabei oder manche übersetzen das dann eher so. Hier geht es auch wieder darum, dass man, wenn nötig, auch wohlwollende Ermahnung oder Kritik äußern kann. Also ein guter Freundin und gute Freundin kann auch gut gemeinte Kritik äußern, konstruktive Kritikäußerung. Und ist dann aber auch hier ebenso offen selber für Belehrung einmal, was den Dharma angeht, aber eben auch offen für Ermahnung und Kritik seinerseits oder ihrerseits. Also man kann nicht nur, also im Negativen würde man sagen, kann nicht nur austeilen, sondern auch einstecken, sondern hier, wenn man es positiver ausdrücken möchte. Also man teilt mit, wenn man erkennt, was vielleicht hilfreich wäre an Ermahnung oder Kritik bei anderen. Und man kann das aber auch bei sich reinlassen und offen dafür sein. Dann als vorletzten Punkt, guter Freund oder Freundin tauscht sich über bedeutsame Dinge oder Themen aus. Englisch hat das eine Übersetzung gehabt. Ist, ja, deep things. Oder Deep Topics, über tiefe Themen oder ja, tiefgründige Dinge. Da kann auch der Dharma mit gemeint sein, aber natürlich auch einfach sich über das Leben austauschen, über Alter, Krankheit und Tod, über das, was einem auf dem Herzen liegt und so weiter. Bedeutsame Dinge im Gegensatz oder im gegenübergestellt von den belanglosen Dingen oder nicht so wichtigen Dingen im Leben. Und als letztes, ein guter Freund oder gute Freundin verleitet nicht zu unheilsamen oder unheilsamen Dingen oder verleitet nicht zum Aufgeben oder Loslassen vom Weg der Befreiung oder buddhistischer Praxis oder Dharma-Weg oder Dharma-Praxis. Das ist jetzt hier so, das ist wieder so ein Punkt, den kann man im buddhistischen Sinne verstehen. Also einmal, man soll sich von unheilsamen Dingen fernhalten und so ein Freund oder Freundin ermutigt einen darin, sich davon fernzuhalten und verleitet einen nicht dazu. Aber auch eben, dass man den Weg, diesen buddhistischen Weg, wenn man ihn mal gefunden hat, dass man den eben, genau, das ist wichtig hier. Der Buddha würde hier nicht schreiben, wie ein guter Freund, jetzt im Schlimmsten oder im Extrem, so zwingt dich dazu, auf dem Weg zu bleiben oder will dich auf dem Weg behalten. Das würde der Buddha nicht sagen. Was der Buddha hier nur sagt, ist, der gute Freund oder Freundin würde dich nie davon irgendwie abbringen wollen, wenn du auf so einem Weg bist, der scheinbar eigentlich ganz gut für dich wäre. Aber man würde dich auch, man lässt dir deinen Freiraum. Das schwingt da jetzt quasi mit. Oder wenn man zwischen den Zeilen liest, sieht man ja auch, dass der Buddha nicht befürworten würde, dass man irgendwie anderen, seinen Freundinnen und Freunden irgendeinen spirituellen Weg aufdrückt. Das ist wichtig, was hier so zwischen den Zeilen noch zu lesen ist. Genau. Okay. Ja, und dann, nachdem wir dann am Anfang die 4 unheilsamen Freunden hatten, diese Charakter oder Charakterisierungen oder diese Typisierung von den 4 Typen von unheilsamen Freunden, haben wir dann hier jetzt im gleichen Sutta, im Sigalovada Sutta, hat dann der Buddha auch noch die 4 Arten von heilsamen Freunden vorgestellt. Hier ist es dann der Helfer, der Beständige, der Mentor und der Mitfühlende. Und da sieht man auch, wenn man jetzt nochmal zurückdenkt, vorher hatten wir die 4 unheilsamen, hier die 4 heilsamen. Natürlich ist keiner von uns oder in unserem Umfeld nur der eine oder nur das andere, sondern man hat dann eben diese verschiedenen Aspekte und man kann auch gucken, wo bei einem was vielleicht überwiegt und was man, wo
wo man direkt erkennt, oh ja, das ist, was bei mir zu wenig ausgeprägt ist, das kann man noch ein bisschen verstärken und so weiter. Der Helfer, das ist also der erste. Da geht es um Hilfsbereitschaft und Großzügigkeit. Und da hat dann der Buddha auch wieder Unterkategorien oder stichpunktartig noch aufgelistet, was das bedeutet oder was, welche Eigenschaften ein Helfer in sich vereint. Achso, ein Helfer hier, wir sind beim Heilsamen. Das heißt, hier ist nicht so, dass man sich gezwungen fühlt zu helfen oder dass man so ein Helfersyndrom hat, was dann wie so, dass man eher ja, aus Angst macht, dass man dann nicht gemocht wird, wenn man das nicht mehr tut oder so. Das ist nicht die heilsame Art von einem Helfer zu sein, sondern hier ist das alles auf der heilsamen Seite immer authentisch und mit Leichtigkeit verbunden, mit Ungezwungenheit, dass man das gerne macht. So, also der Helfer, die Qualitäten sind, diese Personen, die stehen einem stabil und warmherzig zur Seite. Selbst wenn es einem schlecht geht, selbst wenn es aus eigener Unachtsamkeit uns schlecht geht, selbst wenn es uns schlecht geht, weil wir nachlässig waren, das ist quasi unsere eigene Schuld, dass es uns nicht gut geht, guter Freund oder der Helfer würde dann selbst dann immer noch einem zur Seite stehen, aber auch wohlwollend einem sagen, wo da vielleicht die eigenen Fehler liegen, dass es überhaupt dazu gekommen ist. Das heißt, die würden dich auch bestärken, dann wieder auf den gesunden Weg zu kommen. Und solche Helfer, die würden auch deinen Besitz oder dein Eigentum beschützen, wenn es in Gefahr gerät. Selbst wenn es aus deiner eigenen Unzulässigkeit, Nachlässigkeit oder Unachtsamkeit heraus in Gefahr geraten ist. Selbst dann würden sie deinen Besitz beschützen und dich aber auch wieder darauf hinweisen, wie es dazu gekommen ist und dass du dann vielleicht in der Zukunft das besser so und so tun würdest. Ja. Und wenn du in Gefahr bist, dann stehen sie dir zur Seite und stellen Schutz und Hilfe zur Verfügung. Und wenn du um Unterstützung fragst, einen Helfer, also diese Form von Persönlichkeit, eine Eigenschaft ist, eine solche Person, wenn man die um Unterstützung fragt als guten Freund, dann gibt sie dir nicht nur das Nötigste, sondern sogar mehr als das Nötigste. Sogar das Doppelte würde sie dir zur Verfügung stellen, was dann Geld angeht, Dinge oder Gegenstände angeht, Unterstützung oder Rat angeht. Dann haben wir den Beständigen oder die Beständige. Eine Person mit einem guten, großen Herz in guten und in schlechten Zeiten. Da geht es einmal, das sind auch wieder vier Aspekte. Einmal, dass sie vertraut dir ihre eigenen Geheimnisse an. Und Moment, sie vertraut dir ihre eigenen Geheimnisse an und deine eigenen Geheimnisse sind bei ihnen sicher. Genau, so. Also beides beidseitig wieder. Man kann sich oft mit diesen Menschen mitteilen und diese Geheimnisse bleiben dort sicher. Und sie wiederum würden aber auch dir gegenüber sich öffnen und auch offen mit dir sprechen, ohne dort irgendwie Sorge zu haben, dass es bei dir dann nicht sicher ist. Und wenn es dir schlecht geht, oder wenn du Schwierigkeiten hast, dann wird dich diese Person nicht einfach verlassen oder im Regen sitzen lassen. Und dann jetzt hier das größte Ideal einer solchen Freundschaft. Da muss man auch sagen, das ist nicht aus der Luft gegriffen, sondern der Buddha sagt, man hat selber das im vorherigen Leben so geübt. Oder es gibt ja auch immer wieder Beispiele von Menschen, die das eben genauso praktizieren, sei es dann in Gefahrsituationen oder auch ganz in bewussten Situationen. Selbst ihr eigenes Leben würden sie geben, um dir zu helfen. Und da denkt man vielleicht an manche so Krisensituationen, wenn man das in den Nachrichten hört, wo jemand wirklich für jemanden da ist, dann Momente, wo Leute ihre Organspenden einem guten Freund zur Verfügung stellen, selbst wenn das heißt, das eigene Leben wird beeinträchtigt dadurch. Oder man gibt ja das eigene Wohlsein, den eigenen Komfort, den eigenen Lebenskomfort auf, um anderen zu helfen, so in diese Richtung. Aber eben bis zum Punkt, dass man tatsächlich auch das eigene Leben geben wird. Hohes Ideal. Dann haben wir den Mentor oder der warmherzige und weise Ratgeber. Und das ist jemand, der rät dir dabei oder hilft dir dabei, unheilsame und ungesunde, destruktive Handlungen aufzugeben. Das ist das eine. Und rät oder hilft dir dabei oder stärkt dich darin, dann die gesunden und heilsamen Handlungen zu vermehren oder zu kultivieren. Und das, was diese Person, was der Mentor schon an heilsamem Wissen oder Erfahrung hat, was uns noch fehlt, das gibt er gerne und offen.
wohlbringendes Wissen. Das kann dann natürlich ganz handfestes Wissen sein, wie alltägliches Wissen, wie man so im Leben zurechtkommt, aber dann eben auch hier wieder auf den Dharma bezogen, wenn man was weiß, was den buddhistischen Weg angeht oder eben so Dinge wie hier, worüber wir gerade sprechen. Und dann so eine Person wie der Mentor, die begleiten und unterstützen dich auf dem Weg zu wahrem Glück und Freiheit hin. Freiheit von Leid. Und als letztes haben wir den Mitfühlenden, der Freund des großen Mitgefühls. Das ist jemand, wenn wir leiden, dann hat diese Person keine Schadenfreude oder reagiert nicht mit Schadenfreude, sondern eben mit mitfühlendem Herzen oder offenem Herzen und schaut, wie man dann helfen kann. Und wenn wir Erfolg haben, dann freut sich diese Person mit. Da haben wir wieder liebende Güte, Mitgefühl und eben Mitfreude von den vier Unermesslichen. Sie können sich also mitfreuen, wenn es uns gut geht oder wenn wir Erfolg haben. Und dann eine solche Person würde auch andere Personen davon abhalten oder das unterbrechen, wenn man über uns lästert. Das heißt, dieser gute Freund, wenn der mitbekommt, dass andere über uns lästern, dann würde er sagen, hey, hört doch damit auf. Oder probiert das in eine andere Richtung zu lenken, das Gespräch. Und stattdessen, also er würde auch selber natürlich nicht über uns lästern, aber stattdessen würde er sogar eher andere darüber dazu ermutigen, eher zu schauen, was sind denn die guten Eigenschaften von uns, dass man eher über die positiven Aspekte spricht. Genau. Das sind diese vier Arten von heilsamen Freunden, von denen der Buddha gesprochen hat. So, und dann einfach zum Schluss noch. Oh, sind wir doch ganz recht pünktlich heute. Also zum Schluss nur kurz nochmal angesprochen, auch hier wieder Freundschaft, genauso wie der buddhistische Weg, der Dharma, was wir schon manchmal angesprochen haben, ist auch, also auch Freundschaft ist kein Therapieersatz oder kann das nicht sein, sondern man braucht so ein gesundes Gleichgewicht innerhalb von Freundschaften. Das heißt, es kann passieren natürlich, dass man, das heißt in der Beziehung oder auch in Freundschaften vielleicht manchmal unbewusst in irgendeine Rolle oder Funktion reinrutscht, wie dass man plötzlich eher so die Mama oder den Papa spielt für jemanden. Oder dass man fast schon sowas wie ein Therapeut für jemanden ist oder Lehrer oder sowas, auch jetzt auch im buddhistischen Sinne. Und wenn das irgendwie unbewusst passiert oder auch ungesund, da muss man dann ein bisschen aufpassen, dass das eher nicht geschieht. Und dass man dann schaut, dass eben, wenn man sich gegenseitig unterstützt in der Freundschaft, dann sollte das eben dieses Ungezwungene und Leichte haben, weil man das eben aus Freundschaft heraus oder aus Wohlwollen tut und nicht, weil man irgendwie sich zu gezwungen fühlt oder weil das irgendwie unsere Arbeit ist oder sowas. Man sollte also sich nicht gezwungen fühlen, sich nicht erdrückt fühlen durch die Freundschaft. Und da ist dann auch dieses Thema Co-Abhängigkeit mit gemeint, dass man eben auch so auf sowas aufpasst, dass das nicht passiert. Und aber auch hier nochmal zuletzt zum Abschluss, dass man eben sich immer klar macht, natürlich, wenn jetzt jemand eine große Krise durchläuft und man selber merkt, man kann damit nicht umgehen, also wir selber können nicht wirklich viel helfen, dann heißt das nicht, dass wir die Person einfach sich selbst überlassen oder im Regen stehen lassen, sondern natürlich kann man dann offen drüber sprechen, du, wir sind gute Freunde und da sehe ich gerade eine Krise am Kommen oder sich am Abspielen, aber ich weiß selber nicht, wie ich helfe, aber man kann ja offen darüber sprechen, wie kann man das vielleicht besser angehen oder wo kann die Person sich Hilfe holen, wie im Sinne von Therapie oder Seelsorge oder Sozialarbeit und so weiter und so fort. Also körperlich oder geistige Unterstützung. Emotionale Unterstützung, therapeutische Unterstützung. Weil eben, das ist auch ein wichtiger Aspekt von guter Freundschaft, das hat der Buddha ganz am Anfang gesagt heute, dass zwei Dinge, die zum Vorteil führen, sind nicht nur die Freundschaft, hatte er gesagt, sondern auch heilsame Sprache oder zu heilsamer Sprache gehört eben auch offene, ehrliche Kommunikation dazu, dass man über solche Dinge sprechen kann. Man muss nicht einfach man sollte Krisen nicht ignorieren, aber auch nicht komplett alleine auf die Schulter nehmen. Man kann ja dann darüber sprechen und schauen, wo man sich Hilfe holen kann oder wie das dann zusammengedeichselt werden kann. Weil so bleibt dann die Freundschaft auch in einem guten Gleichgewicht, in der Balance. Genau. Okay. Und das war es dann für den theoretischen Inhalt. Ich hatte gedacht, dass wir dann heute die gemeinsame Meditation vielleicht als Metta-Meditation machen können. Einmal natürlich für uns selbst, wie es immer bei Metta ist, aber vor allen Dingen mit dem Fokus auf gute Freundinnen oder Freunde, die wir in unserem Leben schon hatten. Und dass man sich nochmal vergegenwärtigt, was man von diesen Freundinnen oder Freunden bekommen hat oder inwieweit die unser Leben bereichert haben. Und dann kann man dann die liebende Güte heute besonders diesen Personen zuschicken oder zukommen lassen. Okay. Dann können wir es uns für die Meditation
gemütlich machen. Wir nehmen wieder die Meditationshaltung ein, die übliche. Schauen, dass die Wirbelsäule sich selber trägt, der Rücken aufrecht ist. Hände im Schoß oder auf den Oberschenkeln abgelegt. Schultern können wir noch einmal nach oben anziehen, nach hinten abrollen und dann locker lassen. Augen können wir schließen. Kurz entspannen wir noch einmal den Körper von oben bis unten. Und dann, wenn der Körper einigermaßen entspannt ist, kommen wir mit unserer Aufmerksamkeit zu unserem Herzen. Und nehmen die Gegend um unser Herz herum in unserem Brustkorb wahr. Und können uns vorstellen, dass wie im Zentrum unserer Brust wie eine kleine leuchtende Sonne schwebt. Wie als Sinnbild oder als Symbol von unserem Herz und unserem Wohlwollen und unserer Warmherzigkeit. Und zunächst einmal möchten wir Warmherzigkeit und liebende Güte für uns selber kultivieren. Und wir stellen uns vor, dass diese Sonne, dieses Licht, dieses warme Licht in unserem Herzen, dass sich das mit jedem Atemzug ein bisschen mehr vergrößert, erweitert, ausweitet und verbunden ist dieses Licht mit dem Wohlwollen oder dem Wunsch, möge ich selber glücklich sein. Das heißt, mit jedem Atemzug kultivieren wir diese liebende Güte für uns selbst und füllen langsam unseren gesamten Oberkörper mit dieser warmen, liebenden Güte aus, mit diesem warmen Licht. Der Gedanke, der das begleiten kann, ist, möge ich selbst glücklich sein. Möge ich frei sein von Kummer und Krankheit. Möge es mir gut gehen. Möge ich sicher und geborgen sein. Und mit jedem Atemzug lassen wir diese Warmherzigkeit in uns ein bisschen weiter sich ausbreiten, bis langsam unser gesamter Körper von diesem warmen, hellen Licht, unserem eigenen Wohlwollen und der liebenden Güte erfüllt ist. Mit jedem Mal ausatmen, fühlen wir, wie diese Sonne stärker ausstrahlt. Mit jedem Ausatmen rollt eine weitere sanfte Welle von Wohlwollen durch unseren Körper. Möge ich selbst gesund und wohl sein. Möge ich glücklich und zufrieden sein.
möge ich sicher und geborgen sein. Und jetzt, wo der gesamte Körper schon von dieser Warmherzigkeit und dem Licht erfüllt ist, lassen wir dieses Licht dennoch noch weiter ausstrahlen. Durch unsere Haut hindurch, in alle Richtungen um uns herum. Und nun können wir uns vor uns sitzend vorstellen, eine Person oder einen guten Freund, eine gute Freundin, eine Person, die uns in diesem Leben bereits ein wirklich guter Freund oder eine gute Freundin gewesen ist oder vielleicht auch immer noch ist. Eine Person, die vielleicht insbesondere in einer Krise für uns da war oder uns ganz allgemein in guten und schlechten Zeiten begleitet hat. Einen besonders guten Freund oder eine gute Freundin suchen wir uns aus und stellen uns vor, dass diese Person vor uns sitzt. Vielleicht 2 Meter vor uns. Und dort sitzt die Person entspannt, lächelnd, zufrieden, glücklich. So stellen wir uns die Person vor. Und wir denken, wir kontemplieren für eine Weile über die Art und Weise, wie diese Person für uns da war. Die spezifischen Situationen oder die eine bestimmte Situation oder mehrere. Auf welche Weise war diese Person besonders mitfühlend oder wohlwollend für uns da? Die Person uns besonders zugehört in schwierigen Momenten? Oder hat die Person uns ermuntert oder motiviert? Oder hat sie uns tatkräftig unterstützt, irgendwo mit angepackt? Wie war die Person für uns da, in besonderer Art und Weise? Und fühlt nochmal das Gefühl dabei, was wir damals gefühlt haben, oder auch heute noch rückblickend, welches Gefühl wir dazu haben. Als nächstes kann man vielleicht auch nochmal sich erinnern, welche Momente haben uns besonders glücklich gemacht oder machen uns besonders glücklich in Verbindung mit diesem guten Freund oder mit dieser guten Freundin. Welche Situation hat besonders viel Glück ausgelöst oder Freude? Und welche Gefühle haben wir dazu gehabt? Oder haben wir noch dazu?
Und jetzt stellen wir uns vor, dass wir diese gesammelten positiven oder heilsamen Gedanken und Gefühle und Erinnerungen, dass wir die bündeln in einen Strahl von warmem Licht und liebender Güte und Dankbarkeit, die wir empfinden dieser Person gegenüber. Und diese Energie der Warmherzigkeit, der Dankbarkeit und der liebenden Güte, die schicken wir dieser Person, die vor uns sitzt, jetzt zu. Und stellen uns vor, dass wir dieses Licht, was wir in uns schon kultiviert haben, und diese Warmherzigkeit nun dieser Person entgegenbringen, entgegenstrahlen und diese Person damit vollkommen durchdringen und auffüllen. Das heißt, mit jedem Atemzug können wir uns vorstellen, dass dieses Licht nun von uns, vielleicht auch vom Herzen aus, zu dieser Person hinüberfließt. Verbunden mit dem Gedanken, man kann auch den Namen benutzen natürlich. Möge diese Person oder der Name, möge diese Person gesund und wohl sein. Möge er oder sie frei sein von körperlichem und frei von geistigem Leid. Möge diese Person gesund und wohl sein. Und möge diese Person innerlich glücklich und zufrieden sein. Egal, ob es gerade aufwärts geht in ihrem Leben oder abwärts, ob es schwierig ist oder nicht, möge diese Person innerlich immer zufrieden und glücklich sein. Und möge diese gute Freundin oder der gute Freund sicher und geborgen sein. Frei von Gefahr, Feindschaft und Angst. Möge diese Person sicher und geborgen sein. Und mögen alle heilsamen Absichten, alle guten, heilsamen Anstrengungen oder Bemühungen dieser Person, alle guten Wünsche dieser Person verwirklicht werden. Für ihr eigenes Wohl und zum Wohle aller anderen. Dann bringen wir unsere Aufmerksamkeit noch einmal zu uns selbst zurück
lassen los von der Vorstellung der Person, die vor uns sitzt, und fühlen wieder nur unser eigenes Herz, wo wir gerade sitzen. Und lassen für ein paar Momente nochmal die Warmherzigkeit und das Licht nur in unserem eigenen Körper kreisen und sich ausbreiten. Dann fühlen wir noch einmal, wo unser Körper den Boden berührt oder den Stuhl oder das Kissen, die Couch. Nehmen also nochmal Kontakt mit dem Boden auf unter uns. Und zum Abschluss teilen wir die Verdienste vom heutigen Abend und denken oder wünschen, möge das, was wir heute Abend geübt haben, was wir gelernt haben, was wir reflektiert haben, und die Verdienste auch von dieser Meditation, möge das allen Lebewesen zugutekommen. Wir widmen all dieses Gut der Gesundheit, der Freude und der Befreiung von Leid aller fühlenden Lebewesen. Mögen wir selbst und alle fühlenden Lebewesen glücklich sein, frei von Leiden. Zum Abschluss reiben wir wieder fest die Hände zusammen, bis sie warm sind. Legen sie auf das Gesicht und genießen die Wärme. Dann noch einmal für den Nacken. Legen die Hände in den Nacken, genießen die Wärme dort. Können wir die Schultern noch ein bisschen kreisen, uns recken und strecken. Und damit sind wir dann am Ende von der Meditation angelangt. Nächste Woche, denke ich, sollte dann auch wieder der neue Inhalt stattfinden. Dann mit dem Thema Regierung, Herrschaft, Krieg und Frieden. Und dann sollten wir den Themenbereich abschließen können nächste Woche. Bis dahin wünsche ich euch dann wieder ja viel Gesundheit, jede Woche zurzeit viel Gesundheit. Also bleibt gesund und munter, alles Gute und bis nächste Woche.